Und damit sind wir bei dem nächsten Titelmatch um den, ja, das United States Ding. Aber es geht um einen vollkommen neuen Titel, ein ganz neuer Titel wird jetzt ausgefochten in einer Fatal 4-Way Battle Royale. Nicht over the top rope, sondern mit Cover. Vier Leute. Wir haben auch schon den ersten Tarnitur, mit dem größtwahrscheinlich schon jeder gerechnet hat bei den Erfolgen. Aber die anderen sollen alle vorher noch nicht in Erscheinung getreten sein. Also für Tarnitur sehr schwer, da er nicht weiß, wer seine Gegner sind. Lassen wir uns mal überraschen und sehen, was auf uns zukommt. Okay, mit manchen von diesen habe ich jetzt nicht gerechnet. Natürlich habe ich sie auch eingestellt. Aber ich bin nur Kommentator, von daher bin ich mal komplett überrascht. Selbst Batista denkt sich so, wow! Ja, wen haben wir? Das Tarnitur, den Krieger aus Samoa. Wir haben das Charismatic Enigma, Jeff Hardy. Wir haben den King of Hearts, Owen Hart. Und wir haben Suicide. Suicide war ja schon einmal in der dritten Season dabei, genau wie Jeff Hardy. Gut, die Hardy Boys haben es nicht wirklich geschafft, sich Gold zu holen. Suicide hat an einem Abend mal zwei Gegner besiegt, das weiß ich noch. Ja, und jetzt haben wir sie alle wieder hier, sie prügeln sich alle um den neuen, ich sag jetzt neuen US-Titel, weil es ist ja ein anderer. Ich selber weiß gerade nicht, welcher Titel das ist. Doch, eigentlich weiß ich schon. Wäre ja blöd, wenn ich euch alles am Anfang schon verraten würde. Das heißt, ich muss noch irgendwie, da ja der Titel immer noch bei Young Blood irgendwie hängt, weil sonst wäre derjenige schon mit dem Titel zum Ring gekommen und deswegen gibt es dann einfach nach dem Match, dann nehme ich aus dem Szenario-Editor halt irgendwas, was ich Titelfeier oder sowas. Ach ja, und dieses Match ist Extreme Rules, weil wir sind ja auch bei Extreme Rules und deswegen Suicide packt schon gleich die Mülltonne aus. Owen Hart will sich da auch was holen, er holt sich ein Baseball-Bat.
Ja, und es müssen ja alle rausgeworfen werden. Und dann findet nach diesem Match natürlich noch die Haupttitelmatches statt. Und natürlich auch das Match um den Intercontinental Champion, wo ja Cody Rhodes richtig gefordert werden soll, gut bei der großen Klappe, die er hatte. Ich hoffe, ihr habt das gesehen von Cody Rhodes, dieses Statement, was ich da über einen Szenario-Editor reingeschnibbelt habe. Wie lange ich schon die ganze Zeit mache, mal gucken, irgendwann gehen wir auch mal die Szenen aus, dann könnte es kompliziert werden. Und Jeff Hardy auf dem Seil und mit einem Neckbreaker. Und Owen Hart packt da die Tische aus. Das heißt, es ist nicht Devon get the table, sondern Owen bring the table. Und alle gehen irgendwie auf Owen Hart. Oh, Jeff Hardy ja mit dem Kendo-Stick gegen Tanituba. Der aber irgendwie durch andere Aktionen immer wieder zur Seite geht. Ja, jetzt haut er einfach auf alles ein. Also Jeff Hardy jetzt. Suicide muss gegen den Tisch und Spear. Oder Shoulderblock besser gesagt. Und Suicide wurde durch den Tisch gehämmert. Ja, während ihr dieses Video guckt, scrollt mal ein bisschen nach unten, geht in die Kommentarleiste und schreibt mir, wen ihr denkt, wer hier der neue Champion wird des neuen US-Titels. Und da ist die Bildschirme platt. Wird es der King of Hearts, wird es Suicide, Tanitua oder das Charismatic Enigma? Was denkt ihr? Und schreibt es nicht rein, wenn ihr den Sieger schon wisst, das wäre ja lame. Ist ja genauso wie ich wette auf den FC Bayern München, aber ich weiß schon, dass der FC Bayern München heute Abend gewinnen wird. Ist ja nur ein Beispiel. Oh, umgedreht. Okay, Tarnitur unterbricht, das verstehe ich nicht. Es ist eine Battle Royale, glaube ich. Ich meine, das habe ich eingestellt. Und wenn es nur ein Pin ist, dann ist es halt nur ein Pin. Dann ist das halt so. Aber so die Paarungen stehen schon länger fest. Owen Hart gegen Suicide. Und Jeff Hardy gegen Tanitua und Heavy Kopnuss. So, Owen legt sich jetzt damit Tanitua an. Das magst du deshalb überhaupt nicht. Ah, okay, es ist. Ich habe nur Fatal 4-Way eingestellt anstatt Battle Royale. Ganz normale Fatal 4-Way. Okay, das heißt, es könnte sogar schneller vorbei sein. Das war ja in der dritten. Zweite? Dritte? Das ist die vierte. Da war es in der dritten Season, wo er Scorpio fast den Titel einmal gewonnen hätte. Und Aufgabegriff von Owen Hart. Und Tanitua da gerade so. Sonst hätten wir einen neuen Champion und der hieße dann Owen Hart. Ja, gut, egal wer hier gewinnt, er ist der neue und erste neue Champion. Also des neuen Titels. Und was für ein Splash von Jeff Hardy. Und da gibt es den Signature von El Jeff Hardy. Tanitua geht nach draußen, holt sich die Ringtreppe und zwei. Und das war's. Also es hätte keiner geschafft, das noch zu unterbinden. Suicide war zu weit weg und Tanitua, der jetzt gerade Bongo-Trommeln auf Suicide spielt, der jetzt auch nicht mehr geschafft, der war mit seiner Ringtreppe beschäftigt. Und Jeff Hardy fängt da vor Jubel an zu tanzen. Das Cover wurde schon unterbrochen. Woo, 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 könnte man so sagen. Und Backdrop von Tanitua. Draußen geht's mit Krücken weiter. Ja, da hätte Owen gerade so wahrscheinlich das Cover noch unterbrechen können. Okay, was macht Suicide? Der geht da draußen einfach mal spazieren. Meine Herren, was ist hier schon alles in der Gegend rum? Eine kaputte Mülltonne, ein kaputter Tisch, eine Krücke. Oh, Suicide hier mit dem Cover. Only two count. Und ein Roller von Suicide. Alle unterbrechen hier. Oh, und da gibt es das Small Package. Umgedreht. Und das war's. Owen Hart gewinnt dieses Match. Und ist neuer Champion des neuen Titels, was jetzt auch gleich durch den Szenario-Editor hier eingeblendet wird, nämlich die Titelfeier. Und wir sehen uns im nächsten Match wieder, wenn es um den Intercontinental Championship geht.